Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Jo. Jo, jo, jo. Ich habe schon heruntergeladen, wie ihr seht. Und mein Account, der wird auch automatisch aufgerufen. Das finde ich sehr, sehr schön. Also über Google Play halt. Dann schauen wir uns mal an, was ich hier alles so Schönes machen kann. Fertig. 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 Alles gelesen. Oh, ich habe auch viele neue. Sind alle neu? Das kann nicht sein. Aber hier, der müsste neu sein. Und ich glaube, den habe ich letztes Mal auch schon gehabt. Ich weiß es nicht. Egal. Dann schauen wir mal die Dailies an. Einen haben wir schon fertig. Das waren die Truhen zu öffnen. Schleichende Machtzunahme. Okay, das kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Immobilien vom Feinsten. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Eine Stunde, das ist der. Ich müsste 5 Stück. Dann machen wir erstmal weiter. Aber einen habe ich schon komischerweise fertig. Da war bestimmt einen im Bau gewesen. Und wo ich mich eingeloggt habe, ist es dann fertig gewesen. Also. Hat ein paar Monate sozusagen gebaut. Weiß nicht, wann ich letztes Mal gespielt habe. Ich glaube vor einem Monat. Im Dezember war es, glaube ich. Ich weiß es nicht. Egal. Leistungsprüfung. Deine Leistung ist ganz schlecht. Level up. Level up. Level up. Level up. Okay. Hätte nur zweimal hätte gereicht. Naja. Okay. Forschungsprojekt. 3 Forschungen. Minuten, das werde ich auch nicht schaffen. Ich habe zu wenig Ressourcen. Warum geht das nicht? Ressourcen fehlen mir. 66.000 und 84.000. Also in bei Forschung, dann gehe ich da mal hin. Forschung. Wo war das? Der Eingang. Ist hier schon fertig? Nee. Rekrutieren. Ich möchte jetzt fast auf Forschung gehen. Aber es liegt hier auf dem Weg.
Forschungszentrum war das hier, oder? Nein, das war oben. OPS. Das? Ah, das war das. Forschungen. Gebiet. Das geht erst ab Level 25. Also Gebäude Level FE 25. F und E 19. Galaxie. F und E 20. Station. Dann schaue ich erstmal hier alles durch. Da ist schon ein grüner Pfeil. Da fehlen mir aber die Ressourcen. Na gut, ich brauche Ressourcen, ich brauche Titanium ist das, oder wie heißt das? Dilithium, Dilithium. Bei Kämpfen ging ja auch nichts. Ich kann nochmal gucken, aber Kämpfen ging auch nichts. Bin ich eigentlich noch in der Gilde? Ich bin noch da. Da in Gilde beigetreten. Ich glaube nicht. Wir gehen mal ins System rein und suchen. Ah, nein, kein Parastar. Parastar. Galaxie. System zeigen. Nein, auch nicht das. Andere her. Scannen. Nein. Ein Kristall von allem. Ich weiß leider auch nicht, wo ich jetzt welches herkriege. Dann lassen wir Allianz. Ah, ich bin nicht mehr in der Allianz drin. Aber bei der, wenn ich eine Allianz eröffne, soweit ich weiß, wann das immer. Drei Leute müssen drinne sein. Man muss sich ja innerhalb von einem Tag einladen. Ansonsten wird sie wieder gelöscht, was glaube ich. Können wir mal ausprobieren. Komm, wir probieren es aus. Wir erstellen eine Allianz. Allianzname ist Bardi German. Oh, nochmal. German. Hallo. Die vier Buchstaben ist BDJ.
Öffentliche Infos. Just for fun. Das Zeichen ändern wir. Lassen wir das, oder? Sieht auch cool aus. Das gefällt mir hier nicht so. Nochmal das. Erstellen. Schon erstellt. Cool. Allianz. Zack, eine Allianz. Okay, das gefällt mir doch. War das doch nicht mit, da war es ein anderes Spiel. Gut, gut, gut. Dann geht's wieder nach außen und wir gehen hier zu den Quests darüber. Dailies. Forschungsprojekt. Allianz, Solidarität. Plündern. Öffnen kostenlos. Ah, 4 Stunden geht das wieder. Ich habe ja gerade eine geöffnet. Die 4 Stunden. Container ist in alle 4 Stunden halt verfügbar. Deswegen. Level 10er. Schauen wir mal, wo ein Level 10er ist. Wie viel waren das? 10 Stück? Jo, 10 Stück. Machen wir es so. Wir machen nebenbei die Queste fertig. Buildings Piandra. Kann ich noch gar nicht bauen. Piandra, Piandra. Wo ist denn Piandra? Da, Piandra. Ich habe erstmal 5. Brauche noch 25 Marken dafür. Naja. Aber nächste. Finde das orkische Sklavenschiff in Sukerta-System. Orten. Okay, wir fahren dorthin mit den. Warte mal, war das der Bohrer oder das? Ah, Bomber, Bohrer, Bomber. Kurs. Kann ich da schon noch reingehen? Ne, ich war noch nie da. Wie lange fährt er hier hin? Oder fliegt? 1 Minute 33 Sekunden. So weit weg. Da war ich schon mal. Barissa. Sukrat. Komm schneller. Das eine Schiff kann ich ja so abernten schicken.
dahin. Okay, er fährt noch. Da sind wir. Dann suchen wir jetzt mal das Schiff. Ah, okay. Los. Wasserplanet Kurox. Wegzoomen? Doch, geht doch. Geht doch. Mehr geht nicht. Okay, super. Dann fangen wir mal an. Das ist schon äußerst interessant. Ja, genau. Schauen erstmal hier, was ist das da? Okay, wir schauen hier außen erst einmal herum. Hier ist er nicht. Jetzt ist hier innen. Wo ist denn der? Ach, den habe ich schon gefunden. Besiege 5 feindliche Schiffe in... Ach so. Na, 5 Stück Angriff. 1. Okay. Ach, komm ich auf Allianz. Quest. Das muss ich jetzt machen. Besiege Orion Boss. Der Stärke 345. Doch, das schaffen wir. Das schaffen wir.
Zack, weg ist er. So. Das geht noch nicht. Aber mit denen hier weiter. Untersuchen die Anomalie. Die Anomalie. Hier drinne. Wie lange fährt er jetzt? So, 3 Minuten. So, das war lange. Schauen wir noch mal kurz weiter. Was war der hier? Im Tellum-System. Ist ja gar nicht das Tellum-System. Wo ist denn das Tellum-System? Das, da ist das Tellum-System. Halt. Ach, der baut noch fast eine Stunde ab. Okay. Schauen, was gibt's noch hier Schönes? Ein Tellum ist da. Die sind aber stark hier. Ob ich den schaffe? Das wird schwer. Ich sehe gerade hier ringsherum, das ist auch Level 9. Sieg! Das Ellas. Oh, ich habe gewonnen. Wo ist die Anomalie? Eieiei, wieder so ein Krach hier. Diese Frau wieder.
Okay, dann gehen wir jetzt dahin. Und nur am Schneien draußen. So, weg ist sie. Komm, schneller. Schneller, schneller, schneller. Das ist eine Anomalie. Oh, hier ist aber viel. Mein lieber Herr Gesangsverein. Sieht er nett aus oder böse? Sieht er nett aus, oder? Okay, das kann ich ja gehen. Mission abgeschlossen. Einsammeln. Jawohl. Ich habe einen neuen Kadetten. Mission akzeptiert. Was ich aber den Spiel immer cool finde, ist, wenn du die ein Quest annimmst, kannst du manche andere nicht mehr machen. Wie ich so in gerade die Frage war, helfen oder nicht helfen? Dadurch, dass ich geholfen habe, habe ich jetzt andere Quests, als wenn ich nicht geholfen hätte. Das gefällt mir bei dem Spiel immer. Das ist sehr variabel. Warte nochmal zurück. Da. Ich wollte die Quest ja noch fertig machen. Ah, eine Minute. Das geht hier noch. Schaffe ich die noch, bevor die nächste Kiste freigeschaltet wird? Ja oder nein? Ich würde sagen eher nein. Es sind noch zwei Queste. Und nach den zwei Questen muss bestimmt, nach dieser Quest muss bestimmt wieder irgendwo hinfliegen. Und das dauert wieder ein bisschen. Deswegen gehe ich von aus, dass ich es nicht schaffe. Angriff. Und ich finde, das lässt sich manchmal hier so ein bisschen schlecht bewegen, das Bild. Ich glaube, das soll mit dem Finger ein bisschen besser zu wischen. Zack, 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 bist du da. Und mit der Maus ist das Wischen immer so ein bisschen schwierig. Thank you.
Wie stark war denn der? Ah, 200. Ist ja mal gar nichts. Schieß dich einmal drauf, wenn er dort. Okay, zweimal. Mission abgeschlossen. Schön. Ah, das war schon fertig. Das ist ja jetzt schon fertig, die Mission. Na gut, dann... Was ist denn hier los? Okay. Achso, ich bin in einem anderen System. Ja gut. Ja. Na komm. Ich sag mal, das war's für heute. Ich werde jetzt vielleicht gleich noch ein bisschen weiterspielen. Weil irgendwie, ich probiere ja hier mal die Queste wegzukriegen, die Mission. Aber es sind immer mehr. Ich fliege irgendwo, mache eine Mission, kriege fünf neue dazu irgendwie. Ich habe auch den Überblick verloren. Von dem, was die leichten sind, was die schweren sind, die sind alle durcheinander. Aber ist ja nicht so schlimm. Wenn man sowieso alle Queste macht, dann kommt man sowieso alles durch. Oh, zwei. Zwei von drei. Wie lange brauche ich dahin? Ui, schon wieder so lange. Na gut, ich fliege hier schon mal hin. Ich sage denen schon mal was für heute. Schöne kleine Quests wieder gemacht. Dailies konnte ich leider nicht alle fertig machen. Weil hier 5 Gebäude aufwerten. Schaffe ich nicht. Forschung. Da fehlt mir diese Kristalle. Hätte ich auch 3 Stück machen müssen. Allianz. Ich habe jetzt meine eigene Gilde gegründet. Ich kann mir selber nicht helfen. Plündern. Ja, in 4 Stunden halt die Truhe. Das hätte ich noch machen können. 10 Schiffe, 10 feindliche Schiffe. Aber bevor ich die lieber mache, mache ich doch lieber hier die Mission fertig, die bei mir noch offen stehen. Ja, und das ist halt, wenn ich das Ausbau oder Forschung mache, dann wird das hier besser. Sonst wüsste ich nicht, wie ich das noch besser kriegen sollte. Deswegen, sag mal, würde ich das beenden. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.